Mein Name ist Dominikanisch, ich arbeite im Büro für leichte Sprache und wir sind jetzt auf dem Weg zum Auswärtsspiel vom SV Wilhelmshaven nach Brakel. Also wir sind jetzt gerade schon in Brakel, jetzt laufen wir zum Stadion und gucken uns das Auswärtsspiel an. Es ist hier 3 Grad kalt, es regnet. Der SVW spielt heute gegen den Tabellenzweiten. Die Aussicht auf einen Sieg ist wahrscheinlich nicht so groß. Was treibt dich an, trotzdem zu dem Spiel zu fahren, auch wenn der SVW unter Umständen gar keine Punkte mitnehmen wird? Ich weiß, dass sie es können, also dass sie auch gegen große Vereine gewinnen können. Also hoffen wir natürlich, dass sie Punkte mitnehmen. Wenn es ein Punkt ist, ist okay. Aber wir hoffen schon, dass da heute was kommt. Ja, jetzt haben wir 2 Stunden Auswärtsfahrt in Kauf genommen. Was war denn bislang so die längste Auswärtsfahrt, die du mit dem SVW gemacht hast? Die längste, das waren in Bad Rodenfelde, 3,5 Stunden Zug. Okay, also du reist immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln an? Ja, genau. Wie funktioniert das so mit deinem Rollstuhl auch? Ja, eigentlich müsste ich mich ja 3 oder 4 Tage vorher bei der Bahn anmelden, damit sie die Rampe rausholen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Kumpels dabei habe, die tragen mich dann halt in die Bahn mit rein und das funktioniert dann auch. Deine Liebe zum Verein, die sieht man ja eigentlich auf den ersten Blick. Also einerseits natürlich der Schal, aber auf der anderen Seite hast du es auch auf deinem Rollstuhl verewigt, mit Unterschriften sogar. Wie ist es damals dazu gekommen? Ich habe nachgefragt bei der Firma, da ich eh noch einen Rollstuhl bekommen habe, ob ich das haben kann. Und dann brauchte ich die Genehmigung vom Verein. Die habe ich dann auch innerhalb von einer Woche gekriegt und dann ist das zur Firma gegangen und die haben das dann hergestellt. Du hast jetzt auch deinen eigenen Fanclub, bist auch heute mit deinem Fanclub hier. Wie ist der damals entstanden? Ich war vorher schon in einem Fanclub, der hat sich danach aber aufgelöst und dann habe ich mich entschieden, ich will weitermachen und wollte einen eigenen machen, einen eigenen Fanclub. Wie gefällt euch das hier immer so mit Dominik zum Fußball zu fahren? Eigentlich gibt es nichts Geileres, als mit ihm Fußball zu gucken, weil er erlebt halt so wie ich, er erlebt den Fußball intensiv, aggressiv, so wie die Stimmung sein muss. Und ja, ich kenne ihn noch von ganz früher, von unserer Partyzeit, 10, 12 Jahre mindestens. Okay, wie sieht das bei dir aus? Ja, Dominik, also ich schätze mal, wir kennen uns schon, glaube ich, 5 Jahre jetzt, ne? Insgesamt. Das ist eine schöne Zeit, auf jeden Fall immer mit Fußball alles, das macht richtig viel Spaß und macht einfach gute Laune. Was sind denn eure Erwartungen an das heutige Spiel? Was ist dein Tipp für heute? 3:2 gegen Brakel. Für den SV Wilhelmshaven? Ja. Oh, Scheiße. Es ist Halbzeit, der SV Wilhelmshaven liegt jetzt leider 2:0 hinten. Jetzt nehmt ihr regelmäßig weite Strecken auf euch, um zum Fußball zu fahren. Ihr fahrt stundenlang hin, um 90 Minuten Fußball zu sehen. Was ist die Motivation dahinter? Der Spaß. Reinweg Fußball gucken, mit anderen Leuten zusammen Fußball gucken, die man nicht kennt. Fußball vereint halt. Egal, Hautfarbe ist egal, Nationalität ist egal, man ist halt Fußballfan des gleichen Vereins und das motiviert halt. Warum hältst du dem Verein trotzdem noch die Treue, obwohl es nur noch die Bezirksliga ist? Heimatverein, also ich bin hier geboren, ist Heimat und bleibt man treu. Okay, die Mannschaft läuft wieder ein, es geht gleich weiter, dann wünschen wir euch noch eine erfolgreiche zweite Halbzeit. Vielleicht klappt es ja noch mit einem weiteren Tor für den SVW oder mit dem ersten Tor für den SVW. Ja, hoffentlich, hoffen wir doch. Hoffen wir auch.